Nachdem ihr SketchUp gestartet habt, kommt die Startmaske, mit der ihr euch direkt einwählen könnt. Hier unter Anmelden loggt ihr euch ein mit eurer Trimble-ID, auf die ihr auch eure Lizenz bestellt habt. Unter Anmelden startet euch der Standardbrowser, bei dem ihr euch mit der Trimble-ID einloggen könnt, anmelden und schon seid ihr drin. Falls ihr noch keine Trimble-ID erzeugt habt, würde genau in diesem Fall einfach die Anmeldemaske erscheinen, um euch eine Trimble-ID anzulegen. Schließt das Fenster wieder und wir sehen, SketchUp wurde bereits gestartet. Rechts oben sehen wir nun, wie lange die Lizenz gültig ist oder falls hier noch die Testphase ist, wurde Ihnen die Lizenz noch nicht auf Ihr Profil zugewiesen. Um das nochmal nachträglich zu machen, gehen Sie einfach links unten auf Lizenz, Abonnement verwalten und es öffnet euch direkt die Seite, in der ihr das machen könnt. Wichtig hierbei ist, dass ihr nicht das persönliche Konto, sondern in eurem Fall habt ihr die Lizenz bei der Building Point gekauft, also startet mit dieser Maske der Building Point. Wenn ihr nun auf meine Produkte geht, habt ihr die Möglichkeit, eure Produkte, die ihr gekauft habt, hier zu sehen und auch das Ablaufdatum zu erkennen. Falls ihr versehentlich den falschen Account gewählt habt, könnt ihr das einfach hier jederzeit wechseln. Um nun die Lizenz euch zuweisen zu können, geht ihr einfach auf Mitglieder, erfasst hier euer Mitglied und weist diese Lizenz den Beteiligten zu. Sobald ihr das gemacht habt, SketchUp schließen, neu starten und los geht's.